Berkshire Hathaway, das Beteiligungsunternehmen von Warren Buffett, kennt jeder. Jeder möchte so investieren wie Warren Buffett. Dabei vergessen wir häufig, dass Berkshire Hathaway eigentlich ein klassisches Beteiligungsunternehmen ist. Er investiert selbst in eine Vielzahl von Unternehmen. Insofern ist es spannend, sich mit jemandem zu unterhalten, der das auch tut. In börsennotierte Unternehmen zu investieren, die sich wiederum an anderen Unternehmen beteiligen. Ich habe heute Gunter Burgbacher bei mir. Herzlich willkommen. Er macht nichts anderes, oder vielleicht mich korrigieren, wenn ich da etwas Falsches erzähle, nichts anderes, als sich mit solchen Unternehmen zu beschäftigen. Mit den Berkshire Hathaways dieser Welt, die in solche anderen Unternehmen vielleicht auch früher investieren, als andere das tun. Wir wollen ein bisschen miteinander darüber reden. Was ist das eigentlich, eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft? Was ist da die Definition? Sehr gerne. Es ist durchaus eine Passion von mir. Also, es geht um börsennotierte Beteiligungsunternehmen, über die wir sprechen, und da steht der Fokus auf jeden Fall bei einer, oder auf einer Diversifizierungsstrategie. Was kann man machen? Zu diesen börsennotierten Beteiligungsunternehmen kann man sagen, sie investieren in andere Unternehmen. Es gibt verschiedene Arten zu investieren. Zum einen kann man nur eine Investmentbeteiligung machen. Das heißt, eine Minderheitsbeteiligung. Man gewinnt Einfluss dadurch, dass man Know-how-Transfer zum Beispiel veranlassen kann, Vertriebsstrategien zusammenlegen. Man kann auch in die Entwicklung ein bisschen eingreifen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, die Unternehmen zu kaufen, Also um komplett. komplett zu kaufen, ja, um weiter zu wachsen, um seine Marktführerschaft zu verteidigen, auszubauen. Und das Ziel ist dann auch oft, die Unternehmen länger zu halten. Das ist so dieser Investmentstil Value Investing, wo wir gerade über Berkshire Hathaway gesprochen haben. Das wäre das Halten. Und es gibt aber natürlich auch das Ziel, dann öfters bei diesen Unternehmen wieder zu veräußern. So. Und da gibt es drei große, in Klammer vier Kategorien, aber drei große. Das sind einmal Beteiligungsgesellschaften. Das ist eigentlich dieses Thema Minderheitsbeteiligung, Investmentbeteiligung. So hat übrigens Berkshire Hathaway auch mal angefangen. Dann entwickelt sich es vielleicht zu einer Holding. Bei der Holding sind dann auch Mehrheitsbeteiligungen im Spiel. Und es gibt die Mischkonzerne, ja, wo dann diverse Branchen diversifiziert sind. Wir können ja dann vielleicht auch nachher einfach mal über ein paar Beispiele für jeden Bereich sprechen. Was Und sind aber sorry, eins noch, der vierte Bereich. Die spezialisierten Beteiligungsunternehmen dürfen wir nicht vergessen. Die spielen dann meiner Meinung nach schon auch eine große Rolle. Da werden besondere Themen oder Märkte, Nischen abgedeckt. Ich gebe nur ein Beispiel, BB Biotech. Also die konzentrieren sich auf eine Branche als Genau, Beispiel dann. genau. Auch vielleicht auf ein gewisses Stadium in einem Unternehmenszyklus. Zum Beispiel. Kann man das noch ein bisschen rausarbeiten, was der Unterschied zwischen einer Ja. Beteiligungsgesellschaft und einer Holding ist? Das klingt für mich als Laien gleich. Ja, also das ist eine super Frage, weil ich habe mich damit sehr ausführlich und über viele Jahre beschäftigt. Es ist so, es vermischt sich oft und verwässert so ein bisschen. Aber wir machen das am Beispiel Berkshire Hathaway. Ich glaube, dann haben wir es griffig. Ja, er hat angefangen, indem er in eine Textilfirma investiert hat, war dann nicht ganz zufrieden mit der Entwicklung, hat gesagt, okay, die Cashflows kann er auch anders verwenden und hat dann Investmentbeteiligungen zugebaut. Aber das ist immer im Sinne einer Minderheitsbeteiligung. Und wie gesagt, es gibt unterschiedliche Ziele dabei. Buffett verfolgt jetzt eher den Ansatz zu halten. Ja, da gibt es auch andere, die sagen dann eher, wir veräußern wieder. Aber das ist es geht natürlich schon darum, irgendwo eine Gewinnmaximierung zu betreiben. Die andere Variante wäre dann über das Holding-Prinzip. Da ist quasi die Dachgesellschaft ist quasi die Holding. Und drunter sind Tochtergesellschaften. Und in der Regel sind dann diese Beteiligungen aber über 50%. Das heißt, man hat Mitspracherecht, man kann eingreifen, man muss nicht. Buffett macht es zum Beispiel eher nicht. Aber Buffett hat über 40 Firmen sich auch einverleibt. Also er hat so viele Investmentbeteiligungen, wie er hat, hat er auch wirklich Firmen komplett zugekauft, ja, und so das Imperium geschaffen. Und da gibt es zum Beispiel auch Firmen, die nach dem Motto Buy and Build zukaufen, die Firmen dann entwickeln, integrieren ins Geschäft und natürlich auch diesen langfristigen Gedanken haben. Die wollen die nicht verkaufen, die gehen in das Geschäft auf. Das ist natürlich auch ein total spannender Ansatz. Und der dritte Bereich wäre dann eher der Mischkonzern. Der Mischkonzern ist dann wiederum eigentlich international, hat internationale Tochtergesellschaften. Man spricht von einem Konglomerat. Oftmals sagen die Leute, das ist undurchsichtig. Dazu ein Beispiel. Man muss schon ganz genau reinschauen. Und jetzt machen wir das Beispiel vielleicht aus dem Bereich der Meeres- und Schalentiere. Wenn Sie eine Perlauster nehmen, da sehen Sie ja nicht an, was drin ist, oder? Dann müssen Sie die erstmal aufbrechen. Da gibt es natürlich Spezialwerkzeuge und dann kann man reingucken. Und Sie wissen ja im Vorfeld nicht,
was da drin ist. Mhm. Also produziert diese Perlauster Perlen, mhm. wie viele, sind die schön, sind die selten? Mhm. Und so ist es bei diesen Unternehmen auch, man muss mhm. ganz tief reinschauen, mhm. passt es überhaupt in das Muster? Und ich achte zum Beispiel, wenn ich solche Unternehmen anschaue, darauf, dass aus dem Cashflow in der Regel investiert wird. Und dann kann man anschauen, was haben die für Investments, mhm. wie sind die aufgestellt, welche Ziele verfolgen die, welche mhm. Strategie, wo liegt der Fokus. Mhm. Und bei einem Mischkonzern ist es dann eben eher international und mhm. die Branchen sind breiter diversifiziert. Zum Verständnis klingt für mich auch ein bisschen wie Private Equity, aber das ist es nicht, glaube ich. Auch. Mhm. Auch. Das ist nur ein Teilbereich. Ja, also es gibt verschiedene, wie nennt man das, Investment-Foki. Mhm. Also der Investment-Fokus ja. ist schon breiter gestreut. Es gibt mhm. einmal das Thema mit der Branche, mhm. was ich gesagt habe, so diese spezialisierten Themen. Ja. Machen wir doch ein Beispiel dazu, mhm. PayPal. Mhm. Bei PayPal denken alle hier online bezahlen und ja, so weiter. Ja, würde ich sagen, das ist kein Beteiligungsunternehmen, oder? Das ja. ist doch ein Bezahldienst. Es entwickelt sich zu einem spezialisierten Beteiligungsunternehmen, denn mhm. PayPal hat in den letzten Jahren über 20 Firmen akquiriert mhm. und über 46 Investments getätigt. Mhm. Das heißt, es gehen Firmen in PayPal auf, mhm. buy and build, mhm. und es gibt Investmentbeteiligungen, um jetzt zum Beispiel Know-how-Transfer, Vertriebsstrategien, den Markt zu erweitern, die Marktführerschaft auszubauen, mhm. solche Ansätze. Mhm. Und da ein weiterer Stil wäre jetzt Private Equity. Mhm. Private Equity, da geht es ja Thema Wachstumsfinanzierung. Wagniskapital ist ein Investmentfokus, der natürlich sehr breit vertreten ist. Mhm. Wir reden aber im Bereich der börsennotierten Beteiligungsunternehmen durchaus noch über viel, viel mehr und es gibt halt mhm. unterschiedliche Ansätze. Also mhm. Private Equity Unternehmen haben jetzt nicht unbedingt ein Geschäftsmodell, dessen stetigen Cashflow generiert, der dann wieder mhm. verteilt wird. Das ist ja ein anderer Ansatz. Ja. Kann man noch ein paar Beispiele nennen, welchen Fokus es außerhalb dessen noch gibt? Ja gut, man kann sagen, man geht auf kleine Unternehmen, mhm. Small Caps. Mhm. Da fällt mir jetzt auch gleich ein Unternehmen dazu ein. Lifco heißt es in Schweden. Die mhm. gehen auf Nischenplayer. Mhm. Kleine Unternehmen, Unternehmen haben da drei Bereiche und super, also 146 mhm. Unternehmen sind da schon mhm. aufgegangen in der Firma. Mhm. Oder Midcaps, mhm. da fällt mir eine Sofina ein mhm. aus Belgien, mhm. die dann auch verschiedene Bereiche abdecken mhm. und eher auf Midcaps gehen. Mhm. Und Largecaps wäre halt Buffett wieder. Ja. Also Buffett. Aufgrund dieser schieren Größe, ja. die er hat, kommen viele Firmen halt gar nicht in Frage. Jetzt fallen die Ihnen alle so ein, diese Werte. Mir fallen noch mehr ein. Ja, stimmt, ja. Aber mir würden die nicht einfallen. Also die Frage, gibt es überhaupt so viele Beteiligungsunternehmen, in die man notieren kann, die börsennotiert sind? Hat man da überhaupt eine Möglichkeit, breit zu diversifizieren? Ja, eine sehr breite Möglichkeit sogar. Also über meine Recherchen, die sind natürlich über mehrere Jahre entstanden, bin ich auf über 500 Unternehmen gestoßen. Da muss man dann, wie mit der Perlauster, mhm. schon tiefer reingucken. Mhm. Passt, passt nicht. Ist die Marktkapitalisierung überhaupt hoch genug? Und mhm. nicht jede Holding ist eine Holding im Sinne der Beteiligungsunternehmen. Mhm. Ja? Wo es dann auch Sinn macht zu investieren. Also da muss man schon genau reinschauen. Und wenn man das dann runterbricht, würde ich sagen, wir reden ungefähr von 300 Unternehmen, die da in diesem Bereich sich tummeln. Es gibt zum Beispiel auch noch den Bereich Sondersituationen. Es gibt auch Firmen, die sich so auf Sanierungsgeschichten mhm. oder Nachbesserungsrechte mhm. und so, und das, die sich da beteiligen. Mhm. Das ist auch mhm. so ein Fokus, den es geben kann. Also es ist ein spannendes Thema. Und mhm. jetzt kennt jeder die Entwicklung einer Berkshire Hathaway Aktie. Und viele sagen, das ist auch ein tolles Investment. Ja. Wenn man jetzt aber, wie Sie, sich in der Breite damit beschäftigt, in Beteiligungsunternehmen ja. zu investieren, wenn ich mir als Investor sein Portfolio zusammenbauen will, was habe ich da für eine Erwartung an Rendite, Risiko? Wie sieht das Profil aus, wenn man in solche Beteiligungsunternehmen investiert? Ja, ich habe es untersucht, ja, also mit verschiedenen Studien. Und ein ganz wichtiger Punkt dabei ist noch, es greifen verschiedene Investmentstrategien ineinander. Mhm. Ich habe 12 identifiziert. Also ja. es gibt einmal den Fokus, aber dann gibt es auch natürlich noch die Strategie an sich. Ja. Ja, da können wir vielleicht auch zu einem anderen Zeitpunkt mal über solche Strategien sprechen. Ja. Da gibt es nicht nur Value Investing. Mhm. Ja, ich habe ja auch ein paar jetzt schon genannt. Ja. Und wenn man die vermischt mit 15, 25 bis 40 Unternehmen, und jetzt kommt ein weiterer Punkt, da gibt es natürlich unterschiedliche Ansätze. Ich habe es gleichgewichtet betrachtet, weil ich sage, ich gebe jedem die gleiche Chance. Ja. Das ist wie im Markt, ich kann den nicht vorhersehen. Ja. Wenn man die gleichgewichtet und das über 10 Jahreszeiträume untersucht, dann kann man über die 10 Jahreszeiträume eine Volatilität ungefähr von 12 bis 13 erwarten. Also
2,8 mit dabei, also schon auch, und 2,11 war ja auch eine größere Verwerfung. Ja. 12 bis 13 die Volatilität, die Renditen lagen immer vor Fondskosten zwischen 15% und 19%. Und wichtig für einen Investor aus meiner Sicht ist, dass man sich bei den Unternehmen auch damit beschäftigt, die Leidensfähigkeit des Anlegers betrifft ja eigentlich jeden, der sich damit beschäftigt. Also wie waren so diese Maximum Drawdowns, und in so einer Kombination von 25 bis 40 Unternehmen lag der so im Schnitt zwischen 36% und 39%. Und da waren natürlich viele Bereiche oder auch Märkte deutlich Wir reden höher. Ja, über Aktienmärkte. Also ja, aber die, da die Unternehmen immer Cashflow generieren, in der Regel, über die ich jetzt gesprochen habe, Private Equity mal ausgeklammert, kommen die auch schnell wieder. Ja? Und das noch als letztes, die Erholungsphase, maximal 2 Jahre, dann haben die das wieder reingespielt gehabt. Also Recovery-Phasen besser, Wohler geringer als der Markt, würde ich sagen, höhere Performance als der Markt. Drawdowns sind vorhanden, aber auch geringer als der Aktienmarkt. Ein Aktienbereich natürlich, über den wir hier sprechen. Also sind alles gute Gründe, in solche Unternehmen zu investieren. Ja. Jetzt ist diese Untersuchung sehr lange, über sehr lange Zeiträume. Seit einem Jahr kann man aber das auch in einem Fonds haben. Der Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen macht genau das. Genau. Bestätigen sich denn die Zahlen, die Sie jetzt genannt haben, auch in dem Fonds? Ist das so? Bis jetzt haben sich die Zahlen bestätigt. Natürlich ist es nur ein Jahr. Und es gab jetzt keine extrem große Korrektur. Es gab im Mai und im August mal Korrekturen. Aber im Wesentlichen bestätigen sich die Zahlen. Natürlich kann man nach einem Jahr keine Vola über 10 Jahre sagen. Ja. Also am besten den Fonds anschauen, die nächsten 9 Jahre. Besser noch die nächsten 9 Jahre halten. Investieren in diesem Fonds und halten. Dann kann man sich die Zahlen live anschauen. Ja? Genau. Vielen Dank für das Gespräch und den Einblick in die Beteiligungsunternehmen. Dankeschön.